Gute, ihr lieben Mäckerlein. Erstmal einen Schluck aus der Kaffeetasse. Also nicht nur aus irgendeiner Kaffeetasse, sondern aus der Mäckorama Kaffeetasse. Falls ihr noch keine habt, die findet ihr bei uns im Shop. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. By the way, wenn wir schon gerade dabei sind in Bezug auf Merchandise, kennt ihr schon unsere... falsches Shirt. T-Shirts hier. Wenn ihr die noch nicht kennt, gibt es für Männlein und Weiblein in verschiedenen Größen immer noch auf Lager. Nicht mehr in allen Größen, wir bestellen demnächst nochmal nach. Wenn ihr eure Größe nicht findet, schreibt es unten in die Kommentare oder schreibt uns an Discord an, dann besorgen wir die euch nochmal. Ist natürlich kein Thema. Nur mal so als kleiner Hinweis, würde mich tierisch freuen, wenn ihr mehr von den Dingern kauft, damit wir mehr Maker da draußen sehen. Damit ihr euch mal ein bisschen outet. Genau. Was habe ich heute gedruckt? Zum einen habe ich das Ding hier gedruckt. Da geht schon wieder die E-Mail. Obwohl ich eigentlich das Teil drucken wollte, wenn der hier erst fertig ist, der Knilch. Aber ich konnte es nicht lassen, also habe ich es schnell drauf gedruckt, weil ich das Pattern hier von der Platte so geil fand. Das ist die, wer es nicht erkennt, so rum. Das Gitter für das Abluftsystem von der Rückwand. Und dann habe ich PETG gedruckt ohne Ende. Was heißt ohne Ende, aber ein bisschen PETG gedruckt. Und zwar in dem Grün für die nächste Nerfgun. Und wer jetzt schon mal erkennt, was für eine Nerfgun das ist, kann es mal unten in die Kommentare schreiben. Da lasse ich mir was einfallen für. Das ist der Trigger und das ist ein anderes Teil. Ne? Wird auf jeden Fall eine coole Sache. Ihr habt ja geschrieben, grün und orange-rot oder so in Richtung. Habe ich drüben noch Isan ABS liegen. Passt natürlich perfekt zu dem Grün hier und da werden wir uns eine richtig geile Nerfgun mitdrucken. Gibt es auch, ihr seht, ich bin am Drucken wie blöd. Gibt es auch innerhalb der nächsten 1 bis 2 Wochen, wer es noch nicht getan hat, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das auch nicht. So, last but not least, fangen wir jetzt endlich an, hier die Rückwand zu bauen. Ich habe das suche ich. Mir hat ja jemand einen Lüfter empfohlen. Den Link dazu packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung, könnt ihr dann auch entsprechend mal gucken. Ist ein 12 Volt Lüfter, 120 mm, 15 mm dick in schwarz, komplett schwarz. Eigentlich sollte er ja da unten drunter. Aber ich habe mir gedacht, komm, der ist so schön dünn und so klein. Ich habe nur einen braunen Noctua-Lüfter bekommen. Na, und den packen wir jetzt einfach mal hier hinten dran. Ich weiß, dann brauche ich nochmal einen Bug-Converter, aber das ist mir erstmal soweit egal. Na, kommst du da raus. So, falls ich die Szene verkacke, kann ich nicht nochmal drehen, weil die Packung ist jetzt kaputt. Ja, jetzt endgültig. Okay, der ist schön klossig. Na dann. Gut. Wie war das? Die Seite bläst raus, oder? Ich habe es immer noch nicht kapiert. Sorry, Leute. Ich muss noch mal gucken, ob da irgendwelche Pfeile drauf sind oder so. Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, die Seite bläst raus. Das bedeutet... wie rum kommt das drauf? So rum, das bedeutet, der Lüfter kommt dann so rum da drauf. Richtig rum? Ja, richtig rum. So rum da drauf. Gut, und dann schauen wir gleich mal, ob wir denn da entsprechend mit Schrauben das Ganze festziehen können. Für das Ganze da unten, damit man hier entsprechend dieses Scharnier hat, soll man sich ein Stückchen Filament in 1,75 mm Durchmesser besorgen. Habe ich gemacht, habe ich KVP ABS schwarz besorgt. Mal weg. Passt soweit. Sitzt, passt, wackelt unter Luft. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass das Kabel mal ordentlich verlegt wird, dass es da runterkommt und da unten verschwindet. Dann ist es soweit auch mal abgehakt, das Thema. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Muss ich jetzt nur noch mal hier oben die richtige Größe ausdrucken, damit das auch ordentlich passt und damit die Dinger halt auch ordentlich reingehen. Ja, so. Und dann ist das Thema auch erledigt. Und dann können wir wirklich diese Woche noch, naja, vielleicht diese Woche noch entsprechend den Drucker endlich mal anschmeißen. Das Druckpad klemme ich morgen an. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonnieren. Und morgen werde ich natürlich noch mal ein bisschen weiter
die Teile für die Nerf Gun entsprechend drucken. Da werde ich jetzt gleich, sobald ich entsprechend diese neuen Teile hier fertig gedruckt habe, dann das grüne PETG wieder drauf packen und dann drucken wir morgen da die nächsten Teile weiter. Das Ingraion habe ich heute nicht weiter gedruckt bekommen. Ich bin nicht dazu gekommen. Ich hätte müssen nämlich, um es korrekt zu machen, das Ganze nochmal raus aus dem Drucker, nochmal 2 Stunden in die Kammer, wie der Herr Beuster von Ingraion das so schön unter das Video geschrieben hat, 2 bis 3 Stunden vortrocknen, damit das okay ist. Ich weiß, es sitzen einige Leute da so, boah, das dauert aber ewig. Ja, allerdings muss man dazu sagen, die neue Produktion von denen, die neue Linie von denen, kriegt es mit, oder die neue Zusammensetzung von denen, kriegt es auch hin, ohne dass man es vortrocknen muss. Und dann wird es richtig geil. Wenn das ein PETG ist, was man ein bisschen heißer druckt, in Anführungszeichen, ja, also statt mit 245, mit 260 Grad und das Druckbett halt nochmal auf 90 oder so geschoben und das dann aber dafür bis 100 Grad temperaturstabil ist und sich so einfach drucken lässt wie PETG, ohne dass es jetzt warpt und alles drum und dran in offenem Bauraum und man nicht wie bei ASA oder sonst was in der Richtung sich so eine geschlossene Kammer drucken muss oder bauen muss, dann ist es eine richtig geile Sache. Dann ist es eine richtig coole Sache und dann freue ich mich echt schon tierisch drauf. Ja? Dann kann es auch gut sein, dass man mal die ein oder andere Nerfgun in den Farben von Ingraion druckt. Und ich habe gesehen, die haben nicht nur blau, die haben auch ein richtig cooles Rot. Die haben, glaube ich, ein Grün, wenn ich es richtig verstanden habe. Und noch ein paar andere Farben. Und wenn euch das Ganze gefällt, sagt Bescheid. Schreibt es unten in die Kommentare rein oder schickt uns eine Nachricht über Discord oder E-Mail. Wenn ihr Interesse an habt an dem Material, sagt Bescheid. Wir versuchen es dann für euch in den Store zu bekommen. Und wenn ihr Interesse habt, das Ganze in der Box mal zu testen, Box abonnieren. Wir haben jetzt, wie ich, glaube ich, gestern schon erwähnt habe, das Performance PLA in der nächsten Box. Wer das also gerne mal probieren möchte, die nächste Box könnt ihr einmalig kaufen oder einfach abonnieren. Es ist einfach so. Warum? Weil in der Box jeden Monat neue Filamente drin sind. Und da kommt immer wieder mal was Geiles rein. Und wenn es auch nur eine geile Farbe ist. Ja, aber wir haben immer irgendwie abwechslungsreiche Materialien drin. Materialien, die man sonst so normalerweise nicht als Probe bekommt. Das ist halt, finde ich, richtig cool. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und nicht verpassen wollt, wenn das Ding endlich mal druckt, dann abonniert bitte den Kanal. Würde mich tierisch freuen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing. Der Kaffee ist einfach gut.